Ja, herzlich willkommen zum sechsten und letzten Teil unserer Sardinienreise. In diesem Video verbringen wir unseren letzten Tag auf der Insel, fahren mit der Fähre zurück aufs Festland nach Livorno, machen dann noch eine Zwischenübernachtung in Venedig und übernachten am Schluss auch noch in Klagenfurt. Am Ende des Videos habe ich dann noch eine Übersicht über die Kosten gemacht. So, und jetzt geht's los. Bringen wir es zu Ende. Viel Spaß! Ja, wie schon eingangs erwähnt, ist heute unser letzter Tag auf der Insel und diesen verbringen wir bis zum Mittag mit dem Baden in Santa Teresa. Da schmeißen wir uns jetzt ins Wasser. Hurra! Das Wetter an diesem letzten Tag zeigt sich von seiner schönsten Seite. Ja, an diesem letzten Tag nach dem Baden, so gegen 15 Uhr, machten wir uns auf den Weg Richtung Olbia zum Fährhafen. Doch bevor wir in den Hafen fuhren, hielten wir noch bei einem Supermarkt, um ein paar Lebensmittel und Mitbringsel einzukaufen. Ja, um 17.30 Uhr im Hafen angekommen, vermuteten wir, hatten wir noch relativ viel Zeit, da die Fähre um 22.30 Uhr ablegte. Es sollte sich aber anders ergeben. Um 20 Uhr, während die LKWs noch entladen wurden, also die Aufleger, wurde eine Handvoll Wohnmobile ins Schiff geschickt. Nachher wussten wir warum. Ganz unten, irgendwo im letzten Winkel des Schiffes, dort wollten sie uns stehen haben. Ja,
Im Nachhinein in Livorno stellte sich dann heraus, dass wir dafür die allerletzten waren, die das Schiff verlassen durften. Naja, kein Vorteil ohne Nachteil. Der Vorteil war natürlich, dass wir jetzt gleich, wenn das Schiff leer war, die Kabinen beziehen konnten. Da sind wir an Bord. Los geht's zurück nach Livorno. Also noch nicht, in 2 Stunden erst. Schauen wir mal. Und so schauten wir uns das Spektakel des Beladen des Schiffes von ganz oben 2 Stunden lang an. Irgendwann zu später Stunde war dann alles im Bauch des Schiffes verladen. Mit ca. 15 Minuten Verspätung legten wir dann ab, bis Livorno haben wir aber die 15 Minuten locker wieder aufgeholt. So, wir bewegen uns. Ja, am nächsten Morgen um 8:30 durften wir dann endlich auch vom Schiff hinunter. Auf geht's nach Venedig. Ja, heute früh morgens von der Fähre runter führt uns der Weg von Livorno über einige Autobahnen, über Bologna und Padua bis nach Venedig. Thank you.
Auch das Wetter könnte nicht besser sein. Eine Besichtigung von Venedig, durch die Stadt flanieren, bisschen shoppen, bisschen was schauen, das muss einfach sein. Zumal einfach nicht viel los war. Solche Leckereien sind einfach wunderbar. So verging auch dieser Tag einfach viel zu schnell. Ja, heute machen wir noch einen letzten Zwischenstopp in Klagenfurt, bevor wir uns am Sonntag dann nach Hause begeben. Einen Zwischenstopp auf dem Weg machten wir noch in Tarvis, dort shoppten wir ein bisschen und nicht zu vergessen, eine Tankstelle suchten wir noch auf. Ja, und hier huschten wir auch schon über die Grenze, über die Bundesstraße. Auch Klagenfurt zeigte sich wettertechnisch von seiner schönsten Seite. Viele nette Cafés laden in der Innenstadt zum Verweilen ein.
Nicht zu vergessen das Wörtherseemandl, das daran schuld sein soll, dass es den Wörthersee gibt.